Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, uns. Mein Name ist Claudi, das ist Sammy und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in unserer Welt. Heute haben wir ein neues Unboxing für euch und ja, es ist mal wieder die Tuff Cookie Box bei uns eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit uns zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Tuff Cookie Box wird uns in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt und ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass wir die hier tatsächlich testen dürfen. Sammy freut sich tierisch drauf und es ist auch schon 8 Uhr abends. Ne? Es ist jetzt nach seiner regulären Abendbrotzeit. Er hat jetzt natürlich Hunger, Kohldampf bis zum geht nicht mehr, verhungert hier wie sonst was. Die Tuff Cookie Box ist eine Abo-Box und die kommt auch aus dem Ausland, in Anführungsstrichen aus Österreich. Ich bin sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt. Letztes Mal hatten wir einen, Sammy, was hatten wir da drin? Ein Rehbein, genau. Und das hat Sammy so hart gefeiert, dass ich tatsächlich welche davon nachbestellt habe, weil er die so geil fand, ne? Und von Pets Best oder sowas, weiß ich nicht, gibt's die? Wir haben in dieser Box sowohl Snacks drin, als auch, teilweise mal ein Spielzeug. Es gibt da verschiedene Abo-Varianten. Ich packe euch das mal alles unten in die Infobox. Und ich würde aber sagen, dass wir hier jetzt einfach mal starten. Wir sehen jetzt hier direkt den ersten Blick in die Box und Sammy ist schon sehr glücklich darüber, was er sieht. Und ja, ich starte, wie gesagt. Als erstes habe ich hier Irish Fish Snack von Irish Pure. Ich muss lachen, denn das ist ja wirklich mal die Marke, die ich aktuell so häufig angezeigt bekomme als Online-Werbung. Das ist ja Wahnsinn. Irish Fish Snack, Atlantic Salmon Nuggets with Kelp Alge. Also irgendwie Salmon ist ja Lachs, glaube ich, ne? Was ist eine Kelp Alge, Sam? Interessiert dich das überhaupt? Weiß ich nicht, ob dich das interessiert, aber Frauchen möchte das gerne wissen. Steht hier nicht drauf. Na egal, ne? Machen wir auf. Cool finde ich übrigens bei dem hier, dass du so einen Zip-Beutel hast. Das heißt, du kannst es wieder verschließen. Das finde ich echt nice. Und er so... Das ist so geil. Riechst du es? Es riecht sehr fischig hier raus, Leute. Echt krass. Boah, das riecht wie bei einer Fischbude, ne? Das haben wir ja öfters mal bei uns hier im Norden quasi, dass auf Märkten dann auch Fischbuden vertreten sind. Krass, also die sind sehr kross. Schmeckt ihr das? Ich glaube, es schmeckt die. Ich habe das jetzt tatsächlich auch so gemacht, dass ihr viel mehr von Sammy seht. Also mir war das jetzt wichtig, ne, bei solchen Videos, dass ich jetzt nicht im Fokus bin, sondern tatsächlich Mr. Wow, weil es geht um ihn. Und nicht um mich. Das muss Frauchen jetzt auch mal für sich lernen, Sammy, ne? Okay, als nächstes haben wir hier drin, oh, das sieht auch wieder so schön natürlich aus. Da hast du länger was von, Sammy. Straußensehnen schmal. Es gibt auch verschiedene Varianten, entweder für kleine Hunde oder für große Hunde. Ich habe euch das auch eben mal durchlaufen lassen, wie gesagt, auch unten in der Infobox verlinkt. Hier sind jetzt 100 Gramm drin von Bora, natürlich für deinen Hund. Und ja, das finde ich cool. Du musst dir halt bei der Tuff Cookie Box auch keine Gedanken machen, ob da irgendwelche Zusatzstoffe drin sind, ob da irgendwas mit drin ist, was der Hund nicht essen darf, in Anführungsstrichen. Also ich glaube, das ist alles auch soweit getreidefrei und so. Von daher finde ich das nice. Ich nehme jetzt mal eine kleinere raus, weil ansonsten ist Sammy hier stundenlang beschäftigt. So sieht es aus. Man darf halt nicht fies vor sowas sein, ne? Es ist halt wirklich eine Sehne. Also das war mal in einem Straußenbein, Sammy. Und also ich stecke mir das frontal rein. Läuft bei ihm. Scheint aber doch schon etwas knuspriger zu sein, als ich dachte. Jetzt ist mein Bein im Weg, ne? Da seht ihr Mr. Bauer. Schnabulieren. Der gönnt sich hart. Ja gut, dann machen wir einfach mal weiter. Hier habe ich von Pets Best, das ist auch die Marke, wo ich ganz, ganz viel bestellt habe. Natürliche Hundekau-Snacks, Premium Dog Treat, das sind Trainingssnacks Pute. 100 Gramm und die sind wirklich winzig klein. Also das sind so ganz, ganz kleine Snacks, die da mit bei sind. Das ist halt, wenn man mit dem Hund trainiert, ne? Dass man sagt, okay, wir möchten jetzt irgendwelche Kommandos üben oder wenn man das theoretisch während des Spaziergangs geben würde oder so.
Sammy ist jetzt nicht so. Also wenn wir spazieren gehen, da kannst du auch mit einer Wurst vor seiner Nase wedeln. Die frisst er nicht. Was ich persönlich sehr, sehr positiv finde, weil da muss ich keine Angst haben, dass er jetzt irgendwas frisst. Ne? Also ja, Mäuse frisst er tatsächlich während seines Spaziergangs. Aber die hat er dann auch vorher gefangen. Eine halbe Katze bist du, Maus. Interessiert ihn nicht. Genau, aber die darf er ja gar nicht mehr fressen. Da hatte mein Freund nämlich Bedenken geäußert und deswegen macht er das auch nicht mehr. Er darf buddeln, aber halt nicht zum Ziel kommen. Das ist schon fies, ne? Aber gut, ja, auf jeden Fall würde ich ihm sowas geben, wenn ich mit ihm halt, zum Beispiel, wenn Schiedwetter ist, dann spielen wir halt drin oder wir üben drin. Das ist so ein bisschen Gedächtnistraining oder so Gehirntraining für die Hunde. Das heißt, ich verteile das dann überall in der Wohnung. Er darf sich das auch gerne angucken, wo ich das halt verstecke und so. Und dann sage ich ihm halt such und dann sucht er das Ganze. Ja, ist cool, ne? Genau, und dafür kann man die auf jeden Fall gut verwenden. Er bekommt jetzt aber mal einen davon. Auch das ist mit so einem Zipbeutel, also auch wieder verschließbar. Finde ich klasse. Dann trocknet ihr das nämlich nicht so aus. So. Huch. Die sind aber hart und wirklich sehr klein, ne? Sehr, sehr klein. Schmeckt dir das? Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich daraus im Sommer Hundeeis mache. Das mache ich ja super gerne, dass ich dann einfach ein bisschen Snacks oder halt reguläres Futter von ihm nehme und dann mit Wasser zusammen und das dann halt einfriere. Ne? Und das gebe ich ihm, wenn es halt richtig heiße Tage sind und so. Hund, du hast gesabbert. Offensichtlich schmeckt es ihm hier gerade. Ja, ist okay. Ne, die Tüte ist jetzt zu. Genau, das mache ich ganz gerne. Da kann man die bestimmt gut reinmachen. Dann habe ich hier noch Trainingsdrops, Strauß und Vanille. Was mit Vanille? Ich wusste gar nicht, dass du Vanille darfst, Maus. Wusstest du das? Ich wusste es nicht. Cool. Kausnack hält. Wie sitze ich hier eigentlich? Ihr seht das gar nicht, ne? Nö. Ich sitze hier mit dem Rock, breitbeinig, läuft. Okay, egal. Es geht um Sammy, nicht um meinen breitbeinigen Look hier. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr natürlich aus. Und hört sich so an, als wäre das recht trocken. Gucken wir mal. Das kann man so aufdrehen. Dann kann man das so auch wieder zudrehen. Oh ja. Das sind halt auch. Oh, Mausi, aufpassen. Auch so kleine Dropskes, Tröpskes. Was ist da denn drin, Maus? Es riecht voll nach Vanille. Strauß und Vanille. Strauß und Vanille. Ist da noch mehr mit bei Sammy? Ja, Möhre, Erbse, Sellerie, Kartoffel, Straußfleisch, Gemüse, Sonnenblumenöl, sensorische Zusatzstoffe sind 5% Vanilleextrakt. Das finde ich so witzig. Also, Vanille. Findest du cool? Ja, ne? Noch ein hier? Er liegt hier echt wie Prinz Pascha, ne? Das ist unglaublich. Lässt mich nicht mal auf seine Decke. Ne. Aber ich finde es sehr praktisch, dass es in so einem Papierbeutel einfach drin ist. So ähnlich wie Kaffee. Ne? Einfach so zumachen, pumps fertig aus. Sehr natürlich, sehr cool. Dann haben wir hier mit bei Hühnermägen. Oh, Sammy. Hundejause. Der geflügelte Snack mit Biss. 100% natürlich, 100% Österreich. Hühnermägen, 200 Gramm. Ja, da kann man sich mal gönnen, ne? 100%. Ja gut, ne? Auch das wieder verschließbar. Sammy, jetzt bist du gar nicht mehr so böse, dass Frau dir noch kein Armbrot gegeben hat, ne? Wenn du sowas bekommst... Oh, ja. Das sieht echt fancy aus, ne? Also, wir sind hier sehr natürlich heute unterwegs. Das muss man uns ja lassen, ne? Das riecht aber so gut wie nach nichts. Also, das riecht fast schon geil. Wie Barbecue-Chips. Darf man das so sagen? Ja, du hast ja noch was liegen, Maus. Ich esse da nichts von. Von der gleichen Firma haben wir hier auch noch, also von Hundejause, Bio-Mini-Wutzalan. Wutzalan. Auch das würde ich tatsächlich eher so für Eis nehmen. Das sind halt auch wieder so ganz, ganz kleine Snacks. Also bei uns ist es halt immer ganz gut, wenn es etwas größere Sachen sind, dass Sammy auch ein bisschen mehr was zum Kauen hat. Ne? Das ist Bio-Geflügelfleisch, Bio-Knochen und Knorpel.
genommen. Huhn und Pute 99%. Sensorischer Zusatzstoff ist Rosmarinextrakt mit 0,1%. Auch das wollen wir mal riechen, ne? Riechen und probieren, sag. Dieser Blick. Na, heute ist er ganz, ganz, ganz wach mit dabei, ne? Oh, Jackpot, da waren gerade ganz viele auf einen zusammen. Ansonsten sind die wirklich klein. Also für kleine Hunde bestimmt richtig gut geeignet. Bei großen Hunden, ich weiß ja nicht. Guck mal, wie klein. Und der so, hast du noch mehr? So. Hier ist noch ein so ein Brocken, da sind mehrere zusammen drin, Maus. Wow, es ist mir runtergefallen, findest du's? Genau, mein Poppes. Das riecht jetzt aber nicht so nach Rosmarin. Gut, 0,1%, Leute, ne? Das riecht einfach auch wieder nach diesem Hühnchengedöns nach Barbecue-Chips. Und ich krieg grad Hunger, wo wir gerade einen Burger hatten. Guck mal, das ist auch noch mein großer. Okay. Ja, das war doch schon mal eine nice Kiste. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Spieli. Ich glaube, das unterscheidet die Boxen. Bei der einen Box hast du wirklich ausschließlich Snacks und bei der anderen Box, das müsste die Fun-Box sein, die ich jetzt hier habe, hast du auch ein Spieli mit dabei. Und das hätten wir jetzt eigentlich gebraucht. Ne? Eat slow, live longer. Und das ist ein Anti-Schlingnapf. Also wir haben ganz zu Anfang, Sammy kommt ja aus dem Tierschutz, da haben wir für Sammy auch einen Anti-Schlingnapf gekauft. Weil wir dachten, ha, der kennt das ja nicht so, ne? Und der frisst ja auch fürs Überleben und so. Und da hatten wir Angst, dass er zu sehr schlingt. Dann kann passieren, dass der Magen sich halt bei Hunden, dass er das nicht so verträgt. So. Aber Sammy ist ein so langsamer Esser. Ihr seht es jetzt ja auch immer in den Videos, wie langsam und vorsichtig er alles frisst. Und auch wenn ich ihm sein Abendbrot oder Frühstück gebe, muss ich mir gar keine Sorgen machen, dass er da irgendwie zu schnell schlingt oder so. Deswegen braucht er eigentlich keinen Anti-Schlingnapf. Aber ich finde es für die Spielgeschichte für Hunde eigentlich ganz cool. Deswegen feiere ich, dass der mit drin ist. Und mal gucken, vielleicht nimmt er den ja an. Sammy frisst nämlich, da kommen wir wieder zur Verwöhnung des Hundes, nicht so gerne aus Plastiknäpfen. Er frisst lieber aus Näpfen, die tatsächlich Keramik sind. Nein, wahrscheinlich habe ich ihm das irgendwie eingeredet, man weiß es nicht. Aber der ist schon cool, ne? So schaut er aus. Also, da macht man das Futter da rein und dann muss er halt auch zusehen, weil das ist richtig Gummi hier drin. Das riecht auch nicht schlimm oder so. Würdest du daraus dein Futter essen, Sammy? Sagt er, ne? Wenn ich da jetzt theoretisch, ich meine, nur da kann man ja auch mit spielen, warum eigentlich nicht? Kann man ja diese ganz kleinen Bröckskes nehmen. Dann mache ich da einfach ein paar von rein. Und dann muss er, der hat ja auch so seine Schnüffelmatte und sowas, da muss er sich das immer dann raussuchen. Dann mache ich ihm das mit rein. Wird da mit seiner Zunge selbst reingehen, ne? Aber wenn du es halt mit normalem Futter machen würdest, genau, das ist jetzt hier so drin. Hier sehen wir jetzt. Ja, geht er mit der Zunge bei. Man kennt er ja schon, ne? Seht ihr gar nicht. Sammy, die sehen das gar nicht. Hat er direkt aufgehört. Huch. Stelle ich hier hin. Seht ihr das da? Ja. Seht ihr das? Lassen wir ihn das mal machen. Jo, kommt damit klar, ne? Verwunderlich tatsächlich, dass er das auch daraus frisst, weil eigentlich verweigert er eigentlich reguläres Futter in solchen Näpfen. Auch Wasser. Sehr verrückt mit ihm. Sehr verrückt. Ist er aufgegessen? Ist es schön eingesabbert, Mausi. Ist er gut gemacht. Bester Hund der Welt. Bester Hund der Welt. Du hast Augenkram drin. Musst du aufpassen. Du musst dich doch schick machen. Du bist doch bei einem Video. Guck mal, wie er sich schämt. Nein, eigentlich sucht er noch nach weiterem Nachschub. Okay, ja, das war jetzt die Tuff Cookie Box und ich fand die toll. Also, ich glaube, auch Sammy hat die gefeiert. Wir persönlich fanden, glaube ich, wir persönlich, ne? Ich weiß nicht, wie fandest du die Box denn, Sammy? Ich fand die letztes Mal besser. Ich fand die cooler mit diesem Fuß drin. Aber jetzt haben wir auch diese Sehne mit dabei und die Hühnermägen, was ich persönlich auch sehr feiere. Diese kleinen Snacks finde ich als Trainingssnack eigentlich auch ganz cool. Genau, und ich finde den Anti-Schlingnapf deutlich besser als letztes Mal. Da hatten wir irgendwie so einen Wurfkram mit dabei, ne Sammy? Ja, leck mal ab, ist okay. Wieder guckt.
Da ist in der Box gerade was runtergefallen. Oh, ist das niedlich. Okay, vielen Dank auf jeden Fall. Es war uns eine Freude, diese Box auszupacken. Dass wir die auspacken durften, hat Sammy sehr offensichtlich sehr gut gefallen. Und ja, ihr Lieben, wie gesagt, unten in der Infobox alles soweit verlinkt. Und ihr bekommt auch, soweit ich das richtig gelesen habe, bei der ersten Box ein Geschenk mit dabei, wenn ihr die abonniert. Und ja, dann habt ihr auf jeden Fall für einen Monat ordentlich was für eure Hunde zum Snacken. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns auch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Sammy-Videos, wie der guckt. Und meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier auf meiner Rübe kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!